Auto vorne parken, mit dem Gold. Mit dem Gold. Cool. Komm, ich mach die Kiste auf. Müssen wir hier noch nicht filmen, denn, ne? Weil hier das, nicht? Nein. Morgen! Ja, da mal raus kurz. Ja, alles gut, ne? Ist das so, ja? Ne? So. Ja, ich hole jetzt die Kamera. Toni kann auch. Hast du Platz? Dass er mit auf dem Beifahrer sitzt und nicht in der Hütte? Ich glaube schon. Also 601 steht ja drauf. Ja, ich fahr vor. Oh, was? Nee, nee. Ja, irgendwo nochmal eine breitere Straße? Hier wäre eine breite Straße. Ja, wo? Geradeaus? Bis nach vorne hin. Ja, das ist. Kaputt, Vorsicht, oder? Vorsicht! Kaputt, oder? Achso. Tatsächlich. Zivi oder was? Ach du Scheiße. Hab ich nicht mit. Uwe, was ist denn hier los? Keine Verkehrskontrolle. Ich muss das so machen, dass die nicht zu erkennen sind. So, jetzt die Motor oben davor. Na, Pele. Scheiße. Dreh's vorbei, oder was? Sieht ganz danach aus. Wir wollten halt ein paar Fahraufnahmen machen. Ja, wir wollten ein paar Fahraufnahmen machen und ich wollte hier gerade umdrehen. Dann hält er mir die Kelle ins Gesicht. Ah ja, schon gelaufen. Schön. Die meinten, in der Stunde können wir weitermachen, müssen bloß gucken, ob Perle jetzt gleich noch einen Führerschein hat. Und dann heißt ja, sie meinten, sie sind auf dem DAS, glaube ich. Was? Sie sind in der Stunde sind sie auf dem DAS unterwegs. Ja? Ja, ja. Dann müssen wir so lange Tonaufnahmen machen, aber wir dürfen das Ding ja nicht auf der Straße bewegen, oder? Nee. Schieben dürfen wir aber nicht. Ja, macht er ja keinen Sound. Das mache ich mit dem Mond. Mach mal. Nee, jetzt nicht. Was eigentlich mit der Kelle mit uns macht. Oh, warte mal, ich hab das mal jetzt. Was, auf Insta oder? Was? Auf Insta? Ja. Ja, lass mal hoch. Blaulicht haben wir nicht. Das können, wir noch, nicht. Können wir noch ein Foto mit der Kelle mit ihm machen? Nur die Kelle? Na, für Social Media. Das glaube ich uns nicht dafür. Ja, wenn schon, denn schon. Scheiße, ich hab heute Nacht nur 2 Stunden geschlafen. Also macht doch schon. Echt jetzt? 215 Euro umdrehen. Nee, einmal so. Kriegt Post, ja. Das allererste Mal, dass wir sowas gemacht haben. Das glaube ich auch. Deshalb habe ich ja auch den Winkel zu. Der Kollege weiß auch schon Bescheid, dass ich gewonnen habe. Das war aber nicht mal da. Ich habe nur einen Reis. Ich höre auch gar nichts mehr, weil die Musik so. Ja, ja, okay. Leute, danke. Danke, ne? Bis dann. Bis Wochenende noch. Ja. Mensch, das war doch mal ein Start. Naja, gut. Wieder eine Anekdote für Ohrenfaulen, ne? Ja.
Bye bye. Ich meine, man muss ganz ehrlich sagen, die waren echt in Ordnung, oder? Ja, die waren in Ordnung. Die machen ja nur ihren Job, dafür werden sie bezahlt. Ne? Ja, trotzdem müssen wir ein paar Kleine jetzt verkaufen. Ne? Ja. Noch ist die Auktion nicht gelöscht bei eBay, ne? Man muss Bestand bloß einbuchen. Snack, ey. Kann man so viel Päcke haben? Ich dachte, das sind irgendwelche Fanboys, weißt du, die geil, die kennen wir aus dem Internet. Ich dachte, jetzt der Trabi ist kaputt. Ich denke eben, fahr mal nicht bevor du bist durch zur Straße, drehst hier gleich um und auf einmal hält er wieder an, fährt ein Stück zurück, fährt vors Auto und denkt so, was war denn nu? Auf einmal hält er die Kelle so hoch. Und ich so. Und ich komm ihm an und denk mir so, der hat eine Knarre hier an der Seite. Wieso hat der eine Knarre mit an der Scheiße. Naja, echt mies gelaufen, aber. Naja, die waren ganz nett, mal sehen. Reicht doch für heute, ne? Halbe Stunde hat wir. Wir machen hier noch ein kurzes. Ja, ein paar Aufnahmen haben wir ja, Stefan, ne? Ja, aber einmal von hinten, da müssen wir jetzt zurückfahren. Ja. Einmal von hinten, wir dürfen sogar, Oder du setzt dich vorne rein und hältst das aus dem Fenster raus, das Ding, das wir sehen nochmal. Kommt jetzt auch nicht mehr drauf an. Wenn sie sagen, die fahren in die Richtung, wir fahren ja bloß noch einmal zurück. Wie ist denn eigentlich, wenn man doppelt, kriegt man jetzt noch eine doppelte Strafe, wenn sie jetzt nochmal anhalten? Deswegen sage ich ja, wenn jetzt. Oder sind dann die Hälfte? Ich meine, du hast jetzt 300 Euro zum Beispiel, ne? Ja, weiß ich nicht. Das wenn sie jetzt nochmal anhalten, sind ja nochmal 150 oben drauf. Wäre günstiger, als wenn ich fahren würde. Weil ich würde auch nochmal 300 zahlen. Also, können wir bei dir gleich bleiben eigentlich. Ja. Naja, wie auch immer. Eingetun hier raus und so. Ey, vor allem, dass da die Bullen auch noch kommen. Wie kann denn das sein? Ja. Das Problem ist ja du, die wollen ja da auch lang. Das heißt, die hätten uns da auch anhalten. Ja, das war's. Da passen ja vier von rein hier. Ja, stimmt. Egal, das Ding. Besser. Dann nur mal die. So. Sauber aus der Polyana. Kommt da aus der Wand. Was? Nur ein Fisch. Was trägst du denn? Lass nicht hingucken. Ja, lass. Wenn du schreibst, kann man runterkommen. So. Ist doch mal. Ah, den sitzt jetzt schon vorne, den krieg ich jetzt gar nicht mal in der Hände gestellt. Das ist egal, ne? Das kannst du eh so ein bisschen filmen. Hast du wieder deine Ecke verbaut? Ja, die ist Schrott jetzt. Die hab ich verbaut auf der Autobahn. Welche Ecke? Hier vorne? Ja, ja, die ist kaputt, die ist abgerissen. Das ist ein bisschen stört, ob wir das überhaupt mit raufnehmen können. Oder? Ja, die ist abgegangen da vorne. Die war ja nur geklebt mit hier. Kleber. Nee, und zwar nur mit auf hier. Oder auf der. Wenn da noch mehr in die Frontscheibe klebt, ist es gar nichts. Für alle. Vieles nicht mehr zu sehen. So, wir müssen mal gucken, ob wir hier irgendwie. Hör mal, schau mal, müssen wir vorlegen, glaube ich, ne? Ich glaube ja, wir kommen hier nicht so rüber. Zeig mal, wie hoch die Kante hier ist. Nee, da kommen wir nicht rüber, glaube ich. Oh. Da müssen wir vorlegen, glaube ich. Warte mal, einmal. Und mal so rüber und dann. Das ist doch genauso hoch jetzt, Robert. Was? Das ist doch genauso hoch jetzt. Nee, aber da kommen wir da über diese Schwelle so ein bisschen besser drüber, oder? Oh, sehr viel Schwung ist egal. Steht. Scheiße. Steht fest. Entschuldigung jetzt. Oh, nee, ich versuch mal irgendwie. Ach, runter von der Schwelle da. Nur Mama, schieb mal. Also, machen wir immer so. Was? Ganz normal. Machen wir immer so, Kollege. Ganz normal. Einmal, zeig mal die Kerze. Einmal abgerissen. Oh, hier hoch. So,
Also wir können sich entscheiden, welche Location wir nehmen. Wir finden, da geht das Auto ein bisschen unterfarblich. Jetzt wollen wir eine andere Location ausprobieren. Müssen wir bloß gucken. Ja, der ist nicht so geländegängig. Ja, wie fängt man am besten an? Ich hätte es immer dasselbe. Bottom feeding niggas out of line. Turn your heart rate to a dotted line. Yeah, my-